die Vergänglichkeit der Dunya, sagt Allah Ta'ala in der Surah Yunus, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Allah Ta'ala sagt, und präge für sie ein Gleichnis des diesseitigen Lebens oder des niederen Lebens. Der Begriff Dunya heißt eigentlich etwas Niedriges oder Niederes. Er sagt, präge für sie ein Gleichnis des diesseitigen Daseins. Und übrigens, ein Gleichnis ist immer eine, jedes Gleichnis im Koran, jedes einzelne Gleichnis im Koran ist eine Analogie. Eine Analogie. Deswegen erwähnen die A'imma des Fiqh und des Usul Fiqh unter den Adilla des Qiyas jedes Gleichnis im Koran. Warum? Weil ein Gleichnis, da wird dir ja ein Bild gegeben, das du auf etwas anderes übertragen sollst. Tamam? Hier in diesem Fall wird dir ein Bild gegeben von dem Leben oder von dem vegetativen Leben. Allah Ta'ala sagt, und präge für sie ein Gleichnis des diesseitigen oder niederen Lebens. So, jetzt beginnt das Gleichnis. Gleichnisse können zwei Formen haben. Gleichnisse sind ja eine Form von Metaphern. Oder oft haben sie die Form von Metaphern. Entweder ist es ein einfaches Gleichnis oder ein komplexes Gleichnis. Ein einfaches Gleichnis bedeutet, dass ich etwas mit einer einfachen Sache vergleiche. Ein komplexes Gleichnis bedeutet, wir haben ein ganzes Bild, so wie ein Film. Ein Bild, dieses ganze Bild, daraus abstrahierst du einen bestimmten Sinn und überträgst ihn dann auf andere Dinge. In diesem Fall auf das diesseitige Leben. Allah Ta'ala sagt, gehen wir weiter, er sagt, also präge für sie ein Gleichnis des diesseitigen Lebens wie Wasser, das wir vom Himmel herab sind. كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ, das sich mit dem Grün und dem Gewächs auf der Erde vermengte. So, hier kommt jetzt eine kleine Unterbrechung in diesem sogenannten Film. Denn nachdem das Gewächs auf Wasser trifft, Erde, Luft und Wasser sozusagen sich miteinander vermengen, findet ja ein Prozess statt. Tamam? Das Leben dieser Pflanzen beginnt zu gedeihen und sie nehmen an Pracht zu und so weiter. Aber das wird alles ausgelassen in dem Vers. Der Vers springt nämlich jetzt gleich zu einem anderen Punkt. Er sagt, فَأَصْبَحَ هَشِيمًا, dann wurde es porös, spröde. Wenn die Pflanzen verwelken, werden sie so spröde und porös. Das heißt, diese ganze Zwischenphase wurde einfach ausgelassen, wurde nicht erwähnt. Er sagt nicht, das Wasser vermengte sich mit der Erde und dann blühte und gedeihte das Gewächs und dann verwelkte es und wurde porös. Warum wurde das nicht erwähnt eigentlich? Das macht der Koran übrigens sehr häufig. Wir haben eine Geschichte und auf einmal wird etwas erwähnt und dann wird gesagt, und dann passierte das und das. Aber zwischen diesem und dann und dem ersten Teil der Geschichte fehlt ein ganzer Schnitt. Und das passiert sehr häufig im Koran, wenn man die Geschichten liest beispielsweise oder die Amthal. Und das ist einfach aus dem Grund, weil der Koran alles auslässt, was man sich selbst erdenken kann. Ist ja klar, die Pflanze, bevor sie verwilkt und poröse wird, da muss ja erstmal was gewachsen sein. Und das ist auch gar nicht Sinn und Zweck des Gleichnisses. Aus diesen zwei Gründen wird es einfach weggelassen.
Man kommt direkt zum Punkt. Und der Punkt ist ja hier, diese Vergänglichkeit zu schildern. Und den ausgelassenen Teil denkst du dir selbst hinzu. Und dann sagt er, فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. Es wird spröde und porös und wird von den Winden verweht. Tamam? Das Gleichnis hier, wir haben also hier das Leben von Pflanzen. Das Wasser befruchtet sozusagen die Erde, sage ich mal. Pflanzen keimen heraus, sie wachsen, werden schön und kräftig und dann fängt der umgekehrte Prozess an. Sie werden langsam schwächer, verlieren an Farben und verwelken mit der Zeit. Dieses ganze Bild, was wir von der Pflanze haben, das ist ja das Gleichnis, das sollst du übertragen jetzt auf das komplette weltliche Dasein. Dieses Bild überträgst du auf dich selbst, auf die Menschen, auf sämtliche Menschen, auf die Pflanzen, auf alles, was existiert. Tamam? Das ist also ein Gleichnis. Jedes Gleichnis ist dementsprechend auch eine Form von Analogie. Und noch etwas Interessantes, Gleichnisse sind auch immer Gleichnisse haben auch einen Aspekt von rationellen oder intellektuellen Beweisen. Tamam? Weil hier geht es ja nicht, bei einem Gleichnis geht es ja nicht nur darum, dir etwas einfach so fertig mitzugeben. Also ich könnte dir auch die Botschaft einfach so geben, die Dunja ist vergänglich, glaub daran. Mensch? Aber ein Gleichnis macht etwas anderes. Ein Gleichnis beinhaltet zwar auch eine Aussage, aber ein Gleichnis untermauert diese Aussage mit einer Form von plausibler Erklärung auch, die du nachvollziehen kannst. Und Gleichnisse im Koran haben oft etwas Bildhaftes, da der Mensch in Bildern ja nie besser denken kann als in abstrakten Formeln und Aussagen.